What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I'm a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Let's get this show on the road. You better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Nothing but medical supplies. Eigentlich könnte sie uns den Tipp geben. Ich glaube, da vorne sind die von... You're really my only friend who kept in touch. I should have kept more in touch. Here's the DVD. Was haben wir hier noch? Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Piraten an die Macht. Na, DVD rein. Oh, das ist so richtig mies, die Episode. Auch wenn man es schon kennt, das ist... Wenigstens zusammen einen Film gucken, man merkt das. Wir sind eingepinnt. War ja auch klar. Ich meine, es ist ja der nächste Tag. Da kann das passieren. Wir wachen mit auf. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night.
Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Oh, das ist so... More? It's... Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Schade, das ist schon wieder der Fehler. Ich weiß nicht, das verfolgt uns irgendwie durch das gesamte LP. Eieiei. Ich weiß halt nicht, was für ein Fenster. SMS. Chloe. Jetzt sehe ich das erst. Hallo Max, dies ist Williams. Wenn du Chloe kontaktieren willst, ach, kannst du diese Nummer nutzen. Sie würde sich freuen, von dir zu hören. Bis hoffentlich bald. Hey Chloe, Maxine hier. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber ich wollte dir sagen, dass ich jetzt auf den Blackwell gehe. Ich hoffe, deine Nummer stimmt noch. Max ist zurück. Blackwell, das ist so super. Du bist klasse. Aber am besten, wir können wieder rumhängen. Also, ja, meine Nummer stimmt noch. Cool, ich habe einen Haufen Hausaufgaben, aber wir sehen uns bald. Lass mich nicht zappeln, es ist schon zu lange her. Ich weiß, ich besuche dich bald. Und sie benutzt Emojis. Oh, sie benutzt Emojis. Oh je, meine. Sie benutzt einfach Emojis. So, are you sure it isn't too weird for you to be hanging out with me like this? Nein. No way. I don't want you to feel weird. My life is just so different than yours. I mean, we can't just bounce out of here and I'll be doped up half the day in pain. So that's cool. But I do feel grateful I can see the ocean. That I have parents who love me. And that my best friend is here with me today. Exactly. So, what else do you need? Well, hot monkey sex would be nice. Oh, look, I made Maxine blush. So, are you dating anyone at Blackwell? Not really, no. There are some cute boys there, but you know me. I'm too damn shy. Which is stupid, because you're so damn cool. Some bro has to be crushing on you. I was supposed to go out with this guy named Warren, but I don't think he's into me anymore. His loss. You need to move on, girl. Plenty of fish in the bay. Shit. I sound like a dad. How is William? Do you like having him around? Of course. He's my hero. I swear he would do anything for me or Mom. Wish I could do something for him. Mm. You have. You're here with your family. More like they're here for me. But then so are you. So it's all good. Also raus geht's. Ach, Hallöchen. Ui, jemine. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Ach, oh, das ist so richtig asozial im USA-Staat, dass da einfach kein... Wahrscheinlich würde es selbst in Deutschland gar nicht gehen, bei so einem Fall. Victoria. Max, alles cool, ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach. Funkstille, wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Hab dich lieb. Sure. That's great they finally went to Paris.
Die haben es nach Paris geschafft. Stimmt das, ne? Damn, the bills never end. Ja, die Rechnung enden nie. Das stimmt allemal. They gave Chloe their giant expensive HDTV. And they use her shitty tube television. Ist auch irgendwo klar. Bei so etwas. To think that our destiny is linked to goddamn ja. Car keys. Das stimmt. Darfst du sagen. Ist irgendwo eindeutig klar, dass du sowas sagen darfst. Oh. Ich weiß gar nicht, wo das sein kann. Das kann nicht ja überall sein, ne? Kann das... Oh, da ist ja gar nicht mal... Na, rauskommen wir eh nicht. Da ist gar keine Schaukel. Die Schaukel ist weg. Oder? Wir gucken uns eher so um, erstmal. Choices of food coupon, boss. Ja. Das brauchen sie auch. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Ja. Mir geht ja auch gar nicht. Erstmal die Papiere rein. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Sehr geehrter Mr. Price, mit diesem Brief informieren wir Sie darüber, dass Sie mit Ihren Zahlungen für Ihre Hypothek Konto Nummer 783 im Verzug sind. Derzeit ist die Summe von 12.000 auf diesem Konto zahlbar bis zum 1. August 2013. Die Summe ist seit dem 1. März 2009 überfällig und Sie haben diverse Zahlungsaufforderungen oder Bitten zur Konsolidierung Ihrer Schulden ignoriert. Wenn die vollständige Summe von 12.000 nicht innerhalb von 15 Tagen gezahlt wird... Müssen wir den Prozess zur Zwangsverstreckung Ihres Heimes beginnen? Wir haben Sie in mehr als angenehmem Ausmaß gewarnt und sehen uns gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, Donald Clamp, Kreditinstitut. Oh, Scheiße. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Arcadia Bay Beacon. Gestrandete Engel. Die Suche nach den Walen. Die Küsten Arcadia Bays dienten einst als entzückender Zugang zum Pazifik und zu ferneren Gewässern. Jetzt sehen sich Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwalen konfrontiert, die aus unerklärlichen Gründen an Land schwammen und in ihr Verderben. Die Walschule wurde Mittwoch, den 9. Oktober, am frühen Morgen gesichtet. Und mindestens ein halbes Dutzend Tiere fand sich innerhalb weniger Stunden am Strand wieder, entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphone-Aufnahmen enthüllen keine ungewöhnlichen ozeanischen Aktivitäten oder übermäßige Verschmutzung. Derzeit studieren Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und ihrer Umwelt. Die Prescott-Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieser ökologischen Mysteriums bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Suche nach beliebten Teenager wird fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin der Blackwell Academy, wurde seit 6 Monaten nicht gesehen. Und doch verstärken Familie und Freunde ihr Bemühen in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin Arcadia Bays. Die Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und Informationen in diesem Fall, was das Interesse der nationalen Reality-TV-Show »Wo sind Sie hin?« weckte. Die Familie Amber bietet eine Belohnung für jegliche Informationen, die zum Aufenthaltsort ihrer Tochter führen kann. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte help@findrachelamber.org. Ja, das ist auch eine interessante Info, die wir uns merken müssen. Rachel Amber. Rachel Amber ist total, ist immer noch weg. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Was war mit der Reise nach Paris? So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe.
I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. Oh, das ist richtig kacke. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? Mm. No? Price. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. Ist auch irgendwo klar. Ich meine, I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yeah, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question. Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Einstellung so wie ich. Halt mich lieber davon ab. Oh, wonderful. Ja, ich sag schon, oh, wunderbar. Joyce and William never had a garage sale before. Hm. They're drowning in debt just to take care of their daughter. Such bullshit. Kundendienst Happy Credit Card Services. Sehr geehrte Mr. und Mrs. Price, Ihr gemeinsames Konto ist jetzt geschlossen und 6 Monate überfällig. Bitte senden Sie einen Scheck oder Anweisung über $3,458 zahlbar an Happy Credit Card. Mit freundlichen Grüßen, Happy Credit Card Kundendienst. Oh je, meine. Zentrum für physische Rehabilitation, Arcadia Bay. Sehr geehrte Mrs. Price, aufgrund neuer Kürzungen auf Staats- und Bundesebene müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Versicherung Chloes physische Rehabilitation nicht länger abdeckt. Wir können Chloe zu der üblichen Rate von $1,250 pro Woche wieder ins Programm aufnehmen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. J. Smith. Oh Gott, ey, da wird einem kackübel bei so etwas. Also mir wird kackübel, wenn ich das lese. Oh, oh Gott, wird mir ja schwummrig. Ist das nicht Chloes Zimmer gewesen? Chloe's door doesn't have a warning anymore. Alles weg. Da fährt alles unten.
Oh je, meine. Rosenberg, Builder Supply. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Ja, eure guten alten Spielzeuge. Kleidungen. Und die Krücken. They bought crutches for Chloe. Hoping she might walk again. Das sieht leider nicht so aus, ne? Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Das ist doch... Liebe Joyce, danke, dass du mich auf dem Laufen hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühen, die du und Williams durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Wie jeder andere gehe ich in meine eigenen Arztrechnung unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir und alles Gute. In Liebe, deine Tante Dorothy. Ein Poster haben wir hier auch noch. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Ein totaler Zufall? Das ist ja die Frage, ne? At least we never had to hide from Stepdouche. Ist doch eher... Ach, hier sieht man alle. I guess we stopped growing up together. Ja. Oh, gar nichts. Sonst war doch Max immer da. Chloe, Chloe, Chloe. Oh, das ist doch richtig traurig. Oh, Mann, Mann, Mann. I'm still overwhelmed by this new reality. Ja, diese Episode. I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. Ja. Das wäre richtig. But then I see that they're a family again. Who am I to judge? Das kannst du eigentlich gar nicht. Das kann man gar nicht beurteilen. Und selbst ich habe keine Ahnung, weil das sind Sachen, die sind krank zum Teil. Da kannst du fast schon keine gute Entscheidung treffen. I never heard much about William's brother. Heipel, entschuldige, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aufsicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken. Aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Halt durch, Billy. Dein Bruder Aaron. Immer dieses blöde Geld. Gerade bei so etwas sollte Geld... Gerade da sollte das wegfallen. Es ist doch lebensnotwendig und trotzdem macht man immer so einen Scheiß. Aber das ist halt wieder so typisch. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Es ist halt wieder so typisch Mensch.